Baustreitigkeiten, eine Menge unausgesprochen und unbedacht. So machen wir Deutschen es den bestens akklimatisierten Deutsch-Türken mit Abitur, Golftraining, Klavierbegabung und bester Ausbildung, also einer gut gebildeten deutsch-türkischen Mittelschicht, mehr als schwer, auch in der Mitte der Gesellschaft, unserer Gesellschaft, anzukommen. Wie umgekehrt sich ein Teil der deutsch-türkischen Bevölkerung zu sehr auf den Staat verlässt, dass er für sie etwas macht. Fakt ist, die Anzahl der Einbürgerungen ist dramatisch gesunken, sagt beispielsweise der Berliner Integrationsbeauftragte, während auf der anderen Seite Deutsche nahezu Amok laufen, obwohl ihre Kirchen selbst ja noch an Fronleichnam Atheisten aus den Betten läuten und in Prozessionen durch die Städte und Dörfer ziehen, aber massiv etwas gegen die Religionsausübung von Muslimen haben. Deutschland und die Türken, ein Film von Tom Fugmann. In seinem Film Auf der anderen Seite erzählt Regisseur Fatih Akin eine Beziehungsgeschichte von 6 Menschen, deren Schicksale sich kreuzen und die durch das Erlebnis des Todes verbunden sind. Akins Film spielt vor einem deutsch-türkischen Hintergrund mit einer klaren Botschaft. Jetzt, wenn Sie zwar unterscheiden zwischen der Geburt und zwischen dem Tod, aufgrund unserer Sozialisierung, aufgrund unserer genetischen, was weiß ich was, ne? Aufgrund unserer Erziehung, aber dass wir eigentlich etwas haben, was uns alle miteinander verbindet. So, ne? Ganz einfach, ganz simpel. Das komplizierte Zusammenleben der Deutschen und der Türken erzeugt die Reibungen, aus denen Fatih Akin die Dramaturgie für seinen Film entwickeln konnte. Wir müssen dir helfen, Mama. Im realen Alltag jedoch sorgen diese kulturellen Unterschiede für Missverständnisse und Ängste, die in Integrationsdebatten erörtert und von der türkischen Seite als einseitig empfunden werden. Viele Deutsch-Türken haben sehr gute Fühler dafür, wie die Debatte in Deutschland läuft, nehmen ganz bestimmte Dinge sehr stark wahr, auch über türkische Medien zum Teil verstärkt wahr. Und dann, die Türken machen nicht mit, die integrieren sich nicht, die machen hier so Ghetto-Stadtteile auf und so weiter und so fort. Die machen nicht genug Fortschritte innerhalb der Gesellschaft, die spielen am Ende des Tages nicht mit. Und dann sagen die, Moment mal, ich habe mich hier doch bemüht, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich mache hier nichts kaputt. Ich bin nicht gewalttätig, ich mache nichts gegen das Grundgesetz. Bernd Bingül, 1974 in Wickede, Nordrhein-Westfalen geboren, studierte Journalistik in Dortmund, arbeitet beim Westdeutschen Rundfunk als Redakteur, spricht Kommentare bei den Tagesthemen, eigentlich ein Vorzeigeintegrierter. Nur als Bernd Bingül eines Tages eine neue Wohnung suchte, gab es ein Problem. Irgendwann wird halt gesagt, ja, nochmal Ihr Name und dann lassen Sie es buchstabieren und dann Bingül Gül und mit dem Ü, das ist ja inzwischen auch klar, wo kommen Sie denn her? Ja, Entschuldigung, das geht nicht. Die Vermieter wollen keine Türken. Nichts gegen Sie persönlich, aber so, vielen Dank für das Gespräch. So eine Geschichte, auch bei derselben Wohnungssuche gab es halt Anzeigen, keine Tiere, keine Ausländer. Ramm dir deinen Halbmond in den Arm! Kulturkampf am Theater. Der Autor Feridun Saimoglu hat Shakespeares Romeo und Julia bearbeitet und daraus einen deutsch-türkischen Konflikt gemacht, in dem die Religion auf einmal zur Waffe wird. Sowohl die deutsche Familie von Julia als auch die türkische Familie von Romeo haben eigentlich erst einmal mit der Religion, mit dieser Kulturmatrix nicht viel zu tun. Nur angesichts des Feindes, denn der andere, das andere wird dann als Feind markiert und bekämpft, angesichts des Feindes wird dann plötzlich zurückgegriffen auf Werte und Wertvorstellungen, die bis dato im Alltag ja eigentlich keine Rolle gespielt haben. Die Kunst kann abbilden, was die Realität hergibt. Moscheebauten, Kopftuchdebatte, Parallelgesellschaft, altbekannte Stichworte eines kulturellen Unterschieds, die in der deutschen Öffentlichkeit regelmäßig für ein reflexartiges Ansteigen des Erregungspegels sorgen. Ich glaube, gerade bei den sehr plakativen Sachen wie Moscheebau, wie Kopftuch, kratzt das an der deutschen Identität. Das heißt, die Deutschen fragen sich, Moment mal, das ist doch unser Land. In unserem Land werden auf einmal Moscheen mit 70 Meter hohen Minaretten gebaut. Sind wir das? Habe ich was verpasst? Und Identität ist unheimlich emotional, ist unheimlich belegt, gerade in Deutschland mit der Geschichte und allem drum und dran.
Die Medienwahrnehmung in Deutschland ist verzerrt, denn anders als oft dargestellt, lebt die Mehrzahl der Deutsch-Türken ein konfliktfreies Leben. Doch durch die einseitige und plakative Berichterstattung werden Konflikte überhaupt erst angeheizt, befürchtet der Journalist Bingül. Ich glaube, dass das ein Thema ist, wo die Medien wie bei Antisemitismus, Rechtsextremismus wesentlich vorsichtiger sein sollten, weil für viele Menschen, die Medien konsumieren, das, was ich da sehe, eins zu eins die Realität ist. Ich kriege gar nicht mit, dass zwei Drittel oder über die Hälfte der Deutsch-Türken hier völlig okay ihr Ding machen und gar kein Problem darstellen. Ich kriege immer nur eine Minderheit mit, die an der Schule missbaut, Lehrerin beleidigt, Macho-Gehabe, Kriminalität, Islamismus. Diese Klischeedarstellungen will Biren Bingül nicht mehr klaglos hinnehmen. In der Zeit hat er unter der Überschrift Deutsch-Türken kämpft selbst für eure Integration einen Aufruf veröffentlicht mit der Botschaft: Raus aus den Teestuben, kümmert euch selbst um eure Rechte. Damit ist gemeint, dass ich glaube, dass die Deutsch-Türken einfach selbst auch mehr dafür tun können, integriert zu werden. Dass sie nicht immer nur darauf warten sollten, was macht denn die deutsche Seite für uns. Integration braucht die Teilhabe an der Macht, forderte einst Martin Luther King. Und so sieht es auch Biren Bingül. Ein erster Schritt, die Deutsch-Türken sollen wählen, auch bei Bundestagswahlen. Der Durchmarsch durch die Institutionen. Und wenn sie dann in der Mitte der Gesellschaft angelangt sind, wird es auch keine Irritationen mehr über kulturelle Unterschiede geben. Romane zu dramatisieren ist keine leichte Sache, denn Romane sind ja aus gutem Grund Romane und keine Theater.